Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Yasin. Und ja, Freunde, heute machen wir die nur eine Stadt looten Challenge. Und zwar sind wir hier gerade in Grand Glass hier. Oder wie man das auch ausspricht. Hier gibt es auf jeden Fall einen Boss. Und das ist natürlich richtig gut für uns, dass es hier einen Boss gibt. Denn wie gesagt, wir machen heute nur die eine Stadt looten Challenge. Und das wird nicht so einfach. Wir dürfen keine Waffen von den Gegnern aufheben. Sondern wir dürfen nur die Munition von den Gegnern aufheben, wenn wir Gegner killen. Oh. Das ist natürlich eine sehr schöne Waffe. Und hier nochmal ein Schneeballwerfer. Ist auch nicht so schlecht. Wo ist denn der Boss? Weil, wie gesagt, wir machen die eine Stadt-Looten-Challenge und dafür wäre es gut, wenn wir den Boss suchen, denn wir wollen ja auch in den Tresor rein. Nur die Frage ist halt wieder, wo ist der Tresor, weil ich komme da gerne gut mal durcheinander. Mal finde ich den Tresor, mal irgendwie nicht, keine Ahnung. Also ist irgendwie komisch bei mir. Ob ich einfach nur zu blind bin oder whatever. Ja, wo sind die Bots? Hier hinten ist auf jeden Fall ein Gegner. Okay, das L war gerade nicht so schmackhaft. So, wie gesagt, die Waffen dürfen wir nicht aufheben, aber wir dürfen den Loot aufheben. Gut, war sowieso nichts Besonderes. Ah, da oben ist er. Da oben ist auf jeden Fall ein Bot. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Boss ist, aber da ist ein Bot. Ah, hier ist er, oder? Nee, doch nicht. Zweimal die gleiche Waffe wollen wir natürlich nicht mitnehmen. Die Frage ist echt. Heiliger Scheiß. Also, ein Medikit oder so würde jetzt schon gut tun. Okay, Bandagen gehen auch erstmal. Ja, Digga. Okay, wir haben den Boss. Wir haben den Boss. Aber die Zone kommt auch, das ist nicht so schmackhaft. So, jetzt ist die Frage, wo ist der Eingang? Ja, Leute, genau das meinte ich. Ich weiß nie, wo der Eingang für die Tresore ist. Noch ein bisschen können wir in der Zone bleiben, ja. Aber auch nicht mehr allzu lange. Ich hasse das, ne?
Wo ist denn der Eingang? Ach Leute, wisst ihr was? Wir haben sowieso eigentlich gute Waffen. Heißt, wir können eigentlich in eine Zone gehen. Ich meine, ist zwar schon kacke, den Tresor nicht mitzunehmen. Aber wir gehen lieber in die Zone. Ah, hier gibt es noch einen Heal-Automat. Können wir noch ein Medikit kaufen? Und wir haben uns erstmal ein bisschen Leben gegönnt. Ja, ein Kill ist auch ein bisschen wenig. Aber ist halt nun mal so. Und Leute, bevor ich es noch vergesse, das ist auf jeden Fall das 20. Adventskalender-Türchen. Ja. Bald ist es vorbei mit den Adventskalender-Türchen. Und ich kann euch noch mal ein kurzes Update zum LED-Schneemann geben. Der, ja, ist noch immer nicht leer. Ich habe den gestern Abend die ganze Zeit laufen lassen. Er will und will nicht leer gehen. Aber vielleicht geht er ja heute oder die Tage leer. Beziehungsweise ich nehme dieses Video am Dienstag auf. Vielleicht geht er ja. Ja, mal schauen. Am Mittwoch, Donnerstag oder Freitag leer. Wäre natürlich gut für euch. Wir haben schon ein bisschen Zonendruck. Aber eigentlich jetzt auch nicht extremst. Weil ich habe noch ein Medkit, also eigentlich alles easy. Zone macht noch immer einer Ticks. Also eigentlich alles easy. Da ist die G-Klasse, die nehme ich aber jetzt nicht mit. Hier die Munition nehmen wir noch mit, weil wie gesagt, Munition dürfen wir mitnehmen. Wir dürfen nur keine anderen Waffen mitnehmen. Und bei den Waffen, da beschwere ich mich echt nicht. Also, die Waffen sind echt gut. Also mehr als gut eigentlich. Da haben wir auf jeden Fall eine gute Stadt ausgewählt. Wo ist denn die Zone? Oh, ist schon ein bisschen weit weg. Aber sollte man so schaffen. Oder wir machen es noch besser. Wir nehmen da die G-Klasse, die da steht. Aber erstmal nehmen wir Medikit. Damit wir wieder voll Green Life sind. So, auch mal dieses Umsetzen, ne? Egal. Okay, gut. Top 25. Aber nur mit einem Kill, das finde ich ein bisschen kacke. Ich hoffe, wir sehen jetzt gleich noch mal Gegner. Ich hoffe, hier sind welche. In Rhino Reels. Ja, hier ist einer. Okay, mein Aim war gerade ein bisschen kacke. So, wie gesagt, Waffen dürfen wir nicht nehmen. Schild ist erlaubt. Aber die Waffe, die ist echt nice mit dem Zielfernrohr, finde ich. Nice Waffe. Und da oben ist auch noch eine Kiste.
Und Biggie. Den nehmen wir auf jeden Fall. Denn wir nehmen die zwei Fische mit. Bringt zwar insgesamt nur 80 HP, aber geht schneller als ein Biggie. Deswegen. So, zwei Kills, 20 Gegner noch. Und irgendwo von da hinten kamen Schüsse. Nochmal ein Biggie nehmen wir. Oder soll man den gegen den Schneeballwerfer mitnehmen? Ich weiß nicht. Sollen wir das machen? Ach komm, wir machen's. Ja gut, die Loot Island ist viel zu weit weg. Die Loot Island ist 800 Meter weg, da brauchen wir gar nicht hingehen. Scheiße, zweimal nicht getroffen. Wo ist denn der? Wo ist der hin? Zone kommt auch in 30 Sekunden. Ah, der rennt weg. Scheiße. Egal, Leute. War auf jeden Fall eigentlich eine sehr, sehr ordentliche Runde. Gut, mein Aim hat gerade am Ende ein bisschen versagt. Aber sonst würde ich sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, gerne abonnieren und gerne die Glocke aktivieren. Ich werde vielleicht nochmal morgen, beziehungsweise, ja, morgen am Mittwoch oder vielleicht sogar noch heute, am Dienstag werde ich nochmal ein Video machen. Und zwar vielleicht ein Video, wo ich unter die Top 10 oder so kommen muss, und wenn ich das nicht schaffe, dann gibt es eine Google Play Karte für euch. Aber ansonsten würde ich sagen, Leute, sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Oder würde ich sagen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.